Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Im Thema Events geht's ganz schön ab. Allein heute, das 24-Stunden-Event, hat noch ein paar Überraschungen auf Lager gehabt, weil halt einfach die Ankündigung so vage war, dass man ja nicht hundertprozentig wusste, was kommt. Der Rauch hält 3 Stunden lang. Er wird wohl nicht effektiver sein. Hier nochmal ein kleiner Screenshot, was da so rauskommt. Felino. Einfach so ein Felino Community Day, 24 Stunden lang, würde ich sagen, aber halt ohne Shiny Boost, logischerweise. Aber es kann Shiny sein, das ist Wahnsinn. Also das war auch nicht angekündigt. Das Shiny Felino erinnert mich an Oxalotl, aber nicht die eigentliche Form von Oxalotl, weil Oxalotl ist eigentlich nicht weiß. Das ist sowas ähnliches wie Albino, nur dass jetzt hier nur die Haut bestimmte Farbzellen nicht hat und ein Albino hat generell keine Zellen, die Farbe imitieren oder Farbstoff haben und deswegen werden zum Beispiel die Augen rot, aber hier sind die Augen schwarz, das heißt, das ist hier nochmal eine etwas andere Form. So viel dazu zum Thema Shinies. In unserer Tierwelt gibt es das auch. Durch Genmutation ist sowas möglich, wie zum Beispiel Albinos könnte man als Shiny betiteln. Also geht nach draußen und fangt euch ein weißes Oxalotl oder ein Shiny Felino. Das war noch nicht alles zu dem Game Ward Event, sondern auch die Ballone sind jetzt bekannt. Alle 2 Stunden tauchen die auf. Richtig nice, ist das höchste, was wir bisher hatten. Das fängt dann um 0 Uhr an, also um 0 Uhr, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 und wieder 0 Uhr. So tauchen die Ballone auf. Wenn ihr natürlich das Spiel irgendwo mittendrin einstartet, kommt erstmal der zuletzt gekommen ist und wenn ihr dann noch ein bisschen wartet, kommt dann wahrscheinlich der nächste Ballon. Felino ist nicht nur in der Wildnis und in den Rauch anzutreffen, sondern auch bei den Team Go Rocket Rüpeln. Ich hatte sogar schon heute 2 Stück, fand ich ziemlich krass, aber ja, das ist auch neu. Dieses Wochenende geht es ja so richtig ab, weil der Community Day steht an. Und zwar am Samstag, den 12. Dezember um 6 Uhr morgens Ortszeit, startet der Dezember Community Day und Regirock erscheint zusätzlich in 5er Raids. Und das Ganze geht dann bis 13. Dezember 22 Uhr Ortszeit. Der Community Day an sich findet jetzt nicht das ganze Wochenende statt. Es gibt natürlich wieder eine bestimmte Hauptzeit von 11 bis 17 Uhr, dazu komme ich später. Was ist, wenn man nicht von 11 bis 17 Uhr am Wochenende spielt? Dann erhalten wir bestimmte Pokémon häufiger in der Wildnis, wie auf der Infografik, genauso wie bestimmte Pokémon sind in Raids und in 2 Kilometer Eiern. Die Pokémon von 2018 werden nicht erscheinen und erhalten auch nicht die Community Day Attacke. Ihr sollt euch aber keine Sorgen machen. Niantic hat angekündigt, dass das nochmal die Möglichkeit geben wird. Am Samstag und am Sonntag könnt ihr euren Pokémon nun weiterentwickeln und die Community Day Attacke erhalten. Welche Pokémon das genau betrifft, könnt ihr auf der Infografik sehen. Bitte beachtet, bei Krypto-Pokémon mit der Ladeattacke Frustration erhalten beim C-Day die C-Day-Ladeattacke nicht. Dazu müsst ihr vorher Frustration mit einer Ladeattacke entfernen. Und das geht nur heute bis Samstag 1 Uhr morgens. Es wird beim Community Day wieder eine befristete Forschung im Heute-Tab geben. Ich vermute, dass die erst um 11 Uhr am Samstag Ortszeit dann startet. Hier ist aber die Belohnung besonders interessant und zwar eine Top-Lade-TM. Diese ist natürlich perfekt für Crypto Mewtwo, wenn ihr vorher Frustration verlernt habt. Im Shop wird es wieder ein 99 Cent Ticket geben, das ist jetzt schon verfügbar, kann man sich jetzt schon kaufen. Ich denke mal, die Spezialforschung startet dann auch erst um 11 Uhr am Samstag Ortszeit. Mit diesem Ticket erhaltet ihr eine Spezialforschung, die ihr jederzeit abschließen könnt, ist aber einfacher, wenn man sie gleich im C-Day erledigt. In der letzten Spezialforschung beim Community Day gab es sogar ein Rocket Radar. Das Ticket kostet nur 99 Cent, das Rocket Radar 200 Münzen, dementsprechend sind das so um die 2 Euro. Also wenn wieder ein Rocket Radar drin ist, werde ich es mir auf jeden Fall holen, zumal dann auch die Rocket Radare dann stapelbar sind. Ob sie im, wenn man sie einzeln im Shop kauft, auch mehrmals kaufen kann, obwohl man schon eins im Beutel hat, weiß ich nicht.
Auch bei diesem Community Day wird es im Shop wieder eine Community Day Box für 1280 Münzen geben. Dieses Mal sind aber Top Lade-TM und Top Sofort-TMs drin, jeweils eine. 5 Glückseier und 30 Hyperbälle. Ich werde sie mir wahrscheinlich dieses Mal nicht kaufen. Ich gehe mal davon aus, dass die Box dann zur Verfügung steht, wenn in Neuseeland der Community Day startet. Kommen wir nun zum eigentlichen Teil des Community Days, nämlich der Hauptteil. Der findet ja dann wie immer Samstag von 11 bis 17 Uhr Ortszeit statt, aber auch am Sonntag. Am Samstag erscheinen dann Plinfer, Rehorn, Abra, Samurzel, Hornlio und Nebulak häufiger in der Wildnis und in Rauch auf und die Shiny-Rate ist erhöht. Das heißt, vom restlichen Community Day ist die Shiny-Rate nicht erhöht. Wir bekommen dann hier auch den Boni, wie zum Beispiel doppelter Sternstaub fürs Fangen, halbe Brutdistanz, der Rauch hält 3 Stunden und Mega-Gänge erscheint häufiger in Mega-Raids, heißt aber nicht, dass die Mega-Raids auch häufiger auftauchen. Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr erscheint dann in der Wildnis oder in Rauch häufiger Glumander, Electek, Magma, Carpador und Porygon. Die Boni ist genau dasselbe wie am Samstag, doppelter Sternstaub beim Fangen, halbe Brutdistanz, Rauch hält 3 Stunden und Mega Glurak X erscheint häufiger in Mega Raids. Wie gesagt, ob die Mega Raids dann häufiger sind, werden wir abwarten müssen. Ich habe euch eine Infografik von Go Stadium mitgebracht. Diese zeigt euch, welche Pokémon sich lohnen würden, eine Lade-TM einzusetzen, um Frustration zu verlernen. Und einige Pokémon davon solltet ihr dann später beim Community Day auch entwickeln. Auch das könnt ihr hier auf dieser Infografik entnehmen. Interessant ist vor allem, dass hier auch gezeigt wird, für welche Liga ihr das Pokémon verwenden könntet. Gestern hat Niantic angekündigt, dass das Rigi-Trio im Dezember wieder auftaucht, aber halt nur sehr zeitlich begrenzt. Dieses Wochenende bekommen wir Regirock zusätzlich in die 5er-Raids, das heißt, Kirim ist weiterhin noch da. Regirock kann shiny sein und ihr braucht so 3 bis 6 Spieler, um dieses Pokémon zu besiegen. Ich würde sagen, ihr solltet keinen Raid unter 6 Mitgliedern in der Lobby starten. Und schaut, dass ihr mindestens 2 richtig starke Spieler dabei habt, so 38 plus. Die 3 besten Konter ohne Krypto und Mega sind Metagross mit der Community Day Attacke, Lucario und Meistergriff. Ein Regirock ist für Raids nicht geeignet. Ein Regirock kann aus einem Raid nicht für die Superliga eingesetzt werden, weil die WP zu hoch ist. In der Hyperliga ist es auf Platz 16. Und in der Meisterliga auf Platz 27. Die besten Attacken für dieses Pokémon sind Zielschuss, Steinkante und Fokusstoß. Als Abschlussfrage für euch, die besonders aktiv zuhören und mir das beweisen wollen, können mir die Frage beantworten, ob sie schon einen Shiny Regirock besitzen. Einfach in die Kommentare damit. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!